Was geht? Waffe, Spannende. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video. Die Kacke ist am Dampfen, Leute. Ich muss richtig viel mit euch überreden und heute geht der Shit ab. Oh mein Gott. Also, alles weitere dazu ist in der freaking Beschreibung verlinkt. Ihr habt das vielleicht sicherlich schon mitbekommen. Wir blenden euch die Bilder dazu jetzt hier ein. Wir, meine ganze Redaktion, 900.000 Leute, die um mich rumsitzen. Wir fliegen jetzt für diese Runde mal nach Greasy Groove. Da landet der Bus jetzt gleich auch. Ich habe die Tage ein Video dazu gemacht, was höchstwahrscheinlich hier mit diesem wunderbaren Riss passieren wird. Der wird ja immer größer, ihr kennt es ja, ne? Hier, der weitet sich immer weiter aus, blabliblub, blabliblub. Die neue Season steht im Prinzip mit einem Fuß in der Haustüre und es ist was komplett Absurdes passiert. Epic Games hat sich schon wieder vollkommen übertroffen, meiner Meinung nach. Diese Portale, die überall auftauchen und Sachen entfernen, sind jetzt in unsere echte Welt übergegangen. Hier in Greasy Groove, hier. Ganz unten, hier, da. Da ist der Door-Burger. Seht ihr hier? Auf diesem Door-Burger war oben normalerweise so ein fetter Hamburger-Kopf drauf. Dieser fette Hamburger-Kopf ist einfach... Hier, ihr seht schon. Seht ihr das? Hier seht ihr diesen Spalt? Hier den Riss in der Vortex? Seht ihr das? Hier der Riss in der Vortex. Der ist einfach weg. Der ist wegteleportiert worden aus dieser Welt. Und wohl in unsere verdammte Welt, Leute. Also mega crazy. Und er ist jetzt in Kalifornien in der Wüste aufgetaucht. Ich blende euch mal das Bild ein. Und da ist dann dazu noch vor, ich glaube, 2 Tagen oder so ist es passiert, ein Agent aufgetaucht. Beziehungsweise ein Typ, der sieht ein bisschen aus, als wäre er aus dem Mittelalter. Hat sich dahingestellt und verteilt Karten und sagt, er wüsste zum Beispiel nicht, was ein Handy ist. Und ist wohl, oh Gott, bitte nicht, oh Gott, vollkommen irritiert von den ganzen Leuten, die da hinkommen. Und er verteilt eben Karten, wo drauf steht Agent 74 irgendwas noch. Also es ist alles in dem Artikel verlinkt, es ist absolut crazy. Ihr seht da ein Bild von dem, wie er an dem Door-Burger irgendwie gerade rumzottelt. Dazu sind noch Schilder aufgestellt, dass dieser Ort, wo man sich da befindet, wenn man vor Ort ist, dass der instabil ist, also wie so ein paranormales Feld, was da aufgebaut ist. Und Leute, der ist hier rausgegangen und das könnte tatsächlich so sein, als wenn das so eine Agentur für Zeitreisende wäre. Also so, was heißt Agentur? So Agenten, die dann jetzt da hinkommen, um diese Events zu überwachen, dass halt aus dem Spiel die Sachen ins echte Leben transferiert werden. Also wirklich mitten in der Wüste, dieses Bild ist so krass. Dazu ist noch eine Polizeikarre, die ist höchstwahrscheinlich auch rausgevortext worden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aus Tilted ist oder so. Genau, auf dieser Karte steht eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer kann man anrufen. Aus Amerika. Und dann passiert da Folgendes. Ich werde das einfach nur mal, also das ist zumindest passiert, als andere YouTuber da angerufen haben. Ich verlinke euch mal das Originalvideo. Also es ist wirklich nur die Soundkarte. Also das hört man, wenn man diese Nummer anruft. Wie absolut crazy ist das? Der Tomato Town Kopf ist auch weg. Ich bin mir sicher, der wird auch noch die Tage einfach auftauchen irgendwo. Ich fände es halt voll geil, wenn der halt nicht nur in den USA irgendwie wäre, sondern wenn wir hier irgendwie in Europa was hätten. Ich schwöre euch, Leute, ich würde mich instant, wenn das irgendwie in Frankreich wäre oder in Italien oder so, ich würde mich direkt in die Karre setzen und dahin fahren. Ich finde solche Events so freaking nice, Mann. Viele von euch da draußen mögen Fortnite nicht, aber scheiß doch drauf. Wie geil ist denn so ein Event, einfach auch mal die Eier zu haben und zu sagen, ey, wir machen einfach immer was anderes. Und ich war schon so, der Riss ist im Himmel, was wie in der Season davor. Ja, am Arsch wie in der Season davor. Auf einmal kommen so Real-Life-Events dazu und es ist wieder komplett kranker, anderer Shit, den die sich da ausgedacht haben. Also wie gesagt, wenn da die anderen Sachen, zum Beispiel der Tomato Town-Kopf, der Kopf von dem Mr. Tomato, der ist auch seit einer ganzen Weile verschwunden. Wenn der irgendwo anders auftaucht oder ein paar andere Sachen noch, Leute, ey, seid euch sicher, wenn das hier irgendwie in der Nähe ist, im Bereich Köln oder im Fahrbahn Köln, alles über 8-9 Stunden, ich würde mich in meine Karre setzen und dann einfach dahin ballern. Ich schwöre es euch, die Story geht noch weiter. Also nicht nur, dass man da anrufen kann und unter anderem, wenn wir schon mal dabei sind, ich habe das gerade auch probiert, die Vorwahl für Nordamerika, also USA, weil USA ist nicht Amerika, Amenakäum, gibt auch Südamerika, immer mal wieder wichtig dazu zu sagen. 805 müsste die nordamerikanische Vorwahl sein, zumindest hat mir das Google angezeigt. Und ich habe da mal angerufen, wenn ich aber mit der Vorwahl anrufe, dann rufe ich in Chiemgau, Bayern an. Keine Ahnung. Wenn jetzt da irgendein Event
in Bayern stattfindet, weil wenn ich diese Nummer anrufe, zeigt mir mein Handy ja immer, wenn es eine Festnetznummer ist, wo das ist. Aber es wird höchstwahrscheinlich so sein, weil ich eine amerikanische Nummer anrufe, die dann umgeleitet wird. Nachher kann man irgendwo in Bayern irgendwo, Aschau im Chiemgau steht da, wenn ich die amerikanische Nummer mit meinem Handy anrufe. Ich habe keine Ahnung, als ob meine Runde jetzt abstürzt. Was ist denn los? Okay, ich bin wieder in der Runde. Das tut mir mega leid. Ich weiß nicht, warum es momentan so stressig ist. Ich gehe jetzt einfach nochmal nach Breezy. Weiter in der Story. Denn, Breaking News, ein neuer Agent ist dazugekommen. Beziehungsweise eine Agentin, die auch sehr, ich sag mal, so mittelalterlich aussieht. Und die auch wieder keine Ahnung hat von irgendwelchen modernen Gadgets. Also wenn man mit der redet, dann hat die wohl keine wirkliche Ahnung, was da abgeht. Und es gibt auch, und ich verlinke euch mal, eine Konversation mit dem ersten Agenten. Also von dem ich euch gerade eben erzählt habe. Den kann man tatsächlich auch befragen, was er zu dieser Anomalie eben hier in Fortnite sagt. Und er hat ein kleines Zelt da wohl vor Ort aufgebaut. Und in diesem Zelt, sagt er, sind alle Daten, die er zu dieser Anomalie hat, also auch zu dem Riss in dem Himmel. Entschuldigung, jetzt bin ich super schnell gestorben. Richtig unangenehm. Ich bin einfach richtig hyped. Oh mein Gott. Ah, nochmal Runde neu. Ich blende euch die Bilder von den einzelnen Szenarien da vor Ort mal ein. Es gibt da irgendwie so einen Heuhaufen. Dann das Zelt von den Agenten, wo die Bücher drin sind über alle Sachen der Anomalie. Und dann irgend so ein Gerät, was die wohl eine halbe Stunde da immer aufgebaut haben, irgendwas untersucht haben und dann einfach wieder abgebaut haben. Was so ein bisschen aussieht wie so, keine Ahnung, einfach nicht Teleskop, aber irgendwie wie so ein Tripod. Also hier wie so ein, sag mal, hier, wo man die Kamera raufstellt und dann steht die da. Dazu gibt es noch eine andere Konversation von einem Kollegen, der die aber nicht mitgefilmt hat, sondern nur geschrieben hat. Der hat dazu geschrieben: Ich war jetzt auch gerade da und da draußen gibt es momentan zwei Agenten. Agentin 3742, das ist die weibliche, und Agent 3678, das war der, über den wir gerade eben auch gequatscht hatten. 3678, also der Mann, hat ihm nur seine Nummer gegeben, tatsächlich nicht mehr dazu gesagt. Die Frau hat ihm auch die Karte gegeben. Aber der hat wohl länger mit denen gesprochen und die haben wohl beide gesagt, sie hätten gar keine Ahnung, was ein Burger ist, weil er sie wohl nach dem großen Burger, der da rumsteht, gefragt hat. Und sie haben wohl beide gesagt, sie wüssten nicht, wovon er redet. Also sie haben keine Ahnung, was ein Burger sein soll. Und haben wohl mehrfach darauf verwiesen, dass sie alle ihre sechs Sinne sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen. Sind sechs. Sechs Sinne. Hat man nicht sieben? Nee. Dass man auf jeden Fall alle seine sechs Sinne benutzen soll, um die Anomalie zu verstehen. Als sie dann geredet haben, hat wohl der männliche Agent dann noch ein altes Teleskop ausgepackt und hat einfach in die Ferne geguckt, um irgendwas zu suchen. Und hinter dem großen Burger sind wohl Spuren im Sand. Wir blenden euch das auch mal ein. Und die sind wohl auch noch richtig lange, gehen die einfach in die Wüste. Damn you dead boy. Und damit verläuft sich momentan die Spur. Ich weiß nicht, ob heute schon neue Sachen rausgekommen sind. Den Bericht, den ich euch jetzt hier gezeigt habe, der ist tatsächlich jetzt von gestern. Also ich nehme das gerade auf. Da ist gerade die zweite Meldung über den, oder die zweite Agentin rausgekommen, sage ich mal. Ich bin da selber mega gespannt, was noch dazu kommt. Leute, wenn die anderen Objekte, die hier aus dem Spiel verschwunden sind, auch noch irgendwo auftauchen, wo würdet ihr euch wünschen, dass sie auftauchen? Wir brauchen eigentlich was in Deutschland. In Deutschland ist Fortnite auch so gehypt, Leute. Wenn wir hier nicht ein Stück von Ingame abkriegen, dann weiß ich auch nicht mehr. Das wäre auf jeden Fall ein mega sickes Event. Und das muss ja jetzt dann auch in den nächsten Tagen passieren. Oder ist vielleicht schon passiert. Wer weiß es. Damit man eben auch hier diese Verknüpfung machen kann. Ich finde es halt richtig cool, wenn auf der ganzen Welt dann diese Agenten irgendwie auftauchen, die dann immer so ihre einzelnen Rollen spielen und wie das dann irgendwie so verknüpfen könnten. Ich glaube, lang geht die Season ja nicht mehr, ne? Also, wenn ich mich irre, müsste doch bald zu Ende sein. Weekly Challenge Nummer 10 ist da. Ich glaube, die Season müsste eigentlich jeden Moment vorbei sein. Ich bin tatsächlich gespannt über das Konzept. Ich bin gespannt, wann der Leviathan-Modus kommt oder ob er jetzt überhaupt noch kommt oder ob wir da zu viel drüber geredet haben, weil dann ist Epic ja immer so, yo, viele YouTuber machen da irgendwie ein Video drüber oder viele Leute reden gerade über das Thema. Jetzt wollen wir das irgendwie nicht mehr machen, so gefühlt. Ja, moin. Was glaubt ihr, was könnte es sein? Was passiert jetzt? Was glaubt ihr, kommt als nächstes? Wo wollt ihr die neuen Locations haben, wenn zum Beispiel der Kopf von Tomato Town
wenn Mr. Tomato Town dann irgendwie wiederkommt. Ich habe auf jeden Fall heftigen Turn da drauf, dass sich jetzt hier richtig was verändert. Das Ganze, die ganze Season mit einem richtigen Knall sozusagen zu Ende geht. Ich finde es mega geil auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Wow, 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 wow. Chill halt. Hallo, ich fahre auf dem Wagen. Mann, ey. Oh, es geht ab. Ja. Ah. Oh. Oh, wie? Wo hast du gedrückt? Egal, wenigstens ein paar lustige und schöne Kills mal seit langem wieder gedrückt. Da muss aber Leute wieder deutlich mehr gehen. Ich bin jetzt wieder am Start, nach 6 Wochen unterwegs, voll am Stizzy. Ich habe Bock auf das Game, ich habe Bock auf die verdammte neue Season. Smash einen Daumen nach oben, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Wenn was Neues kommt, halte ich euch auf jeden Fall jetzt ab jetzt Safe Call up to date. Ich bin voll am Start. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir eure Theorien weiter in die Kommentare. Wir sehen uns, haut rein und tschüss. Ey, du hast es so verdient, einfach drauf zu gehen. Du hast so meinen schönen Fight hier zerstört, Rudi. Rudi, du Rudi, so geht's nicht. Ach komm. Bruder, muss los. Er baut sich nicht mal ein. Ach komm, er baut sich nicht. Ah, Mann. Oh, ich hätte so Lust. Okay, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.